Ja, herzlich willkommen zurück zu Haunting Ground. Ich bin ziemlich angespannt. Ich habe natürlich gerade schon mal gespielt und dann hat es das falsche Fenster aufgenommen. Ich hasse das manchmal. Allerdings macht es keinen wirklichen Unterschied, weil Debilitas ja auch ungeskriptet auftaucht, aber nicht nur. Und ja, ich erinnere mich noch, dass wir beim letzten Mal das Badezimmer gefunden haben und ich glaube, ich weiß auch noch, wo es ist. Also ich glaube es nicht nur, ich weiß es, wo es ist. Und wir müssen jetzt erstmal kurz wieder diese eine Szene triggern und Debilitas auf uns aufmerksam machen, da habe ich ja voll Bock drauf. Und uns dann im Bad verstecken. Ich hoffe, dass das jetzt so klappt. Und die Katzen, die jetzt kommen, die werden wir natürlich überspringen. Die haben wir jetzt wirklich schon zur Genüge gesehen. So. Und jetzt nix wie weg hier und ab ins Bad. Ich hoffe, das klappt jetzt alles so, wie ich mir das vorstelle. Es ist ja, wie gesagt, auch nicht immer garantiert, dass die Bilitas uns nicht vielleicht doch findet nach dem ersten Versuch. Und der ist scheißschnell. Und ich habe da nicht viel Zeit, ins Bad zu kommen. Und ich wollte mich hier in der Dusche verstecken. Und sie lässt sich eine Zeit. Das ist unglaublich. Und vielleicht hätten wir Yui wegschicken sollen. Geh weg. 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 Was schnüffelt er denn da? Oh Gott, wenn der jetzt zurückkommt. Geh raus. Raus aus dem Bad. Geh raus. Ja. Mach am besten die Tür hinter dir zu. Oh. Ja. Stehen wir da. Und wenn ich jetzt rausgehe, dann steht er vor meiner Nase. Das Vergnügen hatte ich nämlich gerade auch schon mal. Wir müssen jetzt hier ein kleines bisschen Zeit verbringen, glaube ich, weil der steht nämlich jetzt draußen vor der Tür und wartet auf uns. Kann ich mich hier nochmal frisch machen? Das stellt ja irgendwie ein bisschen Energie, glaube ich, bei ihr wieder her. Jetzt hören wir auch, dass diese Hintergrundmusik wieder einsetzt. Ich glaube, solange es ganz still ist, ist die Gefahr da, dass die Bilitas wiederkommt. Und wenn diese Hintergrundmusik wieder einsetzt, dann ist er wirklich weg. Und ich lobe jetzt Yui gerade nochmal, weil ich ja mal gelesen habe, dass das ein bisschen Lebensenergie zurückgibt. Jetzt ist die Frage, kann ich jetzt raus? Ich kann ja nicht ewig hier drin bleiben. Ich gehe jetzt mal raus und wenn er da ist, dann renne ich an ihm vorbei und lass mir was anderes einfallen. Oh Gott, bitte lass ihn weg sein. Er scheint weg zu sein. Ich gehe aber jetzt mal ganz langsam. Es tut mir jetzt leid, dass sich dadurch alles für euch ein bisschen verzögert. Aber ich traue ihm keinen Meter. Würdest du mal aufhören zu bellen? Das ist nicht gut. Ich gehe jetzt zurück und versuche zu speichern. Und ihr werdet dann auch sehen, dass es da einen neuen Speicherstand gibt. Den habe ich nämlich bei der Aufnahme, die dich hingehauen hat, angelegt. Und zwar hier unten Gästezimmer. Den lasse ich jetzt mal kurz stehen. Ich überschreibe jetzt den letzten. Nein, tue ich nicht, weil wenn jetzt die Aufnahme wieder nicht hinhaut, habe ich ein Problem. Ich lege einen neuen an. Wir haben ja noch genügend. So. Und jetzt durchsuchen wir endlich mal in Ruhe das Zimmer, hoffe ich. Ich hoffe in Ruhe. Ich weiß nicht, wo die Bilitas gerade ist. Nochmal kurz zwischenloben. Ich kann übrigens nicht, wenn mich die Bilitas jetzt hier verfolgt hätte, hätte ich nicht den Schalter umlegen können, um die Falle zu aktivieren. Das macht sie nicht. Da sagt sie dann, nö, dafür habe ich jetzt gerade keine Zeit. In der Zeit, wo sie dasteht und es sagt, hätte sie auch den Schalter umlegen können. So, jetzt können wir mal das Zimmer hier durchsuchen. Magnesium. Also diese Musik, die eigentlich einen Gänsehaut verpassen sollte, die ist gerade für mich echt beruhigend, weil das heißt ja, es ist keiner da. Die Verbindung muss wohl getrennt worden sein. Ja, es ist kein Freizeichen zu hören. Ja gut, wen soll ich auch anrufen? Ich meine, ich bin hier in der Pampa. Und meine Eltern sind wahrscheinlich tot. Ach, wir können mal kurz gucken, ob es vielleicht neue Kommentare gibt von ihr. Oh ja. Moment. Armer Köter, ja, das weiß ich noch.
Aber die Tore sind einen Ausweg finden. Huey, oh Gott sei Dank, mit dir bei mir bin ich nicht allein. Ich bin nicht mehr allein. Lass uns beide von diesem Ort verschwinden. Beide. Ja, das heißt also nichts anderes. Wir müssen auf Huey genauso aufpassen wie auf uns. Dann danke, ich bleibe lieber hier. Komm, denk darüber nach. Was hat sie da zusammengemischt? Sieht aus wie Pasta aus Engelshaar. Das war wohl ein Hinweis auf Daniela, die in der Küche steht, okay? Azoth, davon habe ich noch nie etwas gehört. Es scheint, als ob jemand versucht, mir aus diesem Albtraum herauszuhelfen. Ja, aber wer? Also auf mich haben die alle keinen sehr vertrauenswürdigen Eindruck gemacht. Also die Bilitas am allerwenigsten. Aber auch nicht Daniela und auch nicht Ricardo. Haben wir hier noch irgendwas? Hier ist nichts Ungewöhnliches, okay. Und hier kann ich auch nicht hinter. Nee. Okay, dann gehen wir jetzt mal vorsichtig weiter in der Hoffnung, dass uns die Bilitas vom Leib bleibt. Und ich würde mir jetzt gerne den Weg zum nächsten Speicherpunkt bahnen. Ich habe mir übrigens ein paar Folgen mit dem Alex zusammen angeguckt und der hat mir auch das quasi bestätigt, was ich fast vermutet hatte, nämlich dass wohl diese roten Kreuze die Standuhren darstellen. Und er hat dann nämlich tatsächlich noch eine bessere Orientierung als ich. Also das soll heißen, meine Orientierung ist sogar noch schlechter als die von Alex. Und wir sind jetzt hier bei diesem rechten Kreuz. Und also nein, wir sind jetzt hier in diesem runden Bereich. Ihr seht ja auch den gelben Pfeil. Huch. Und hatten zuletzt bei dem rechten roten Kreuz gespeichert. Und mein Ziel ist jetzt das am nächsten gelegene linke Kreuz. Also das rechte von den beiden linken. Ja, da möchte ich jetzt hin. Da ist unser Gästezimmer. Und wo ich schon mal gespeichert hatte. Aber vorher möchte ich jetzt hier noch ein bisschen rumgucken. Hier haben wir noch Vasen. Ich mache die momentan gar nicht so gerne kaputt, weil ich immer denke, dass das zu laut sein könnte. Antimonpulver. Okay. Und was haben wir hier hinten noch? Dörrhuhn. Ja, ich glaube, Huey geht's ganz gut. Er ist jetzt, glaube ich, nicht groß verletzt worden. Da sind wir hergekommen. Sollen wir vielleicht mal lieber die Tür hinter uns zumachen? Ist vielleicht besser. Ich fühle mich irgendwie wohler, wenn die Tür hinter uns zu ist. Okay, so. Wahrscheinlich war das jetzt ein Fehler, aber... Ja, komm halt. Huey. Komm. Good boy. Ja, brav. Schön. Ja, jetzt mittlerweile hört er ja wirklich ganz gut. Ich weiß nicht, macht es mehr Krach, wenn sie rennt, als wenn sie normal geht? Ich habe keine Ahnung. Oh, diese Puppe, diese schaukelnde. Oh, ich krieg da gleich schon wieder total Gänsehaut hier. Ja, an das Zimmer kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Komm her. Genau, ich will nämlich die Tür zumachen. Wenn sie das denn macht. Ja, macht sie. Okay, da wäre ein Schrank zum Verstecken, was mir nichts bringt, wenn Debilitas gleich zur Tür reinstürmt. Weil dann sieht er ja, wo ich bin. Hier ist noch eine Vase. Ein Medaillon. Also, diese Medaillons, da bin ich noch nicht so ganz dahinter gestiegen, was ich damit soll. Ein Bettchen für ein kleines Kind. Ja. Eine Schachtel, aber ich kann sie nicht öffnen. Hier ist ein Schlitz. Ja, okay. Dann brauche ich bestimmt wieder so eine blöde Platte, aber ich habe noch keine Ahnung, was ich da draufschreiben soll. Schaukelpferd. Schaukelpferde und Puppen in Schaukelstühlen. Schaukelstühle, die sich bewegen. Das sind so Sachen, die will man unbedingt haben in einem Horrorgame. Ja. Mhm. Wo guckt sie denn da hin? Ach, auf Huey, oder? Go, Huey. Komm, such mal, vielleicht ist ja noch was. Hat er gerade was geblinkt da hinten? Ach, da blinkt was. Das habe ich gar nicht gesehen.
Sogar wenn ich meine Kinder mit einem Schnellrad wieder besuchen will, glaube ich nicht, dass es mein Gewicht tragen würde. Ja, aber da liegt doch was, Mädel. Ja, nimm das halt. Jetzt. Edelantimon. Oh, wow. Harte Werfen auf Feinde explodiert. Elektrikkräftiger als gemeines Antimonpulver. Okay. Ja, schön gemacht. Okay. Nein, nicht bellen. Bellen ist nicht gut. Das ist eine Schnur, aber... Ja. Okay, also ich glaube, viel mehr ist jetzt hier auch nicht. Ich bin links reingekommen, glaube ich. Dann geht es jetzt rechts weiter. Ah ja, genau, hier waren wir beim letzten Mal. Und jetzt sind wir, glaube ich, genau. Wir sind in der zweiten Etage und in der ersten ist die Standuhr. Das heißt, ich muss irgendwie nach unten kommen. Was hat es denn mit diesem Loch auf sich? Da konnte man ja rein. Beim letzten Mal wurde ich ja dann verfolgt und habe das nicht gemacht. Ich glaube, ich gehe jetzt runter, speichere und schaue mir dann mal dieses Loch an. So, hier ist jetzt das Gästezimmer. Und da machen wir auch wieder kurz die Tür hinter uns zu. Ich will nicht, dass hier Debilitas reinstürmt. Hier liegt auch noch was. Und ihr hört schon die Standuhr. Also ich hoffe, dass wir jetzt hier kurz sicher sind. Magnesium. Wir können Yui mal kurz losschicken, ob er vielleicht noch irgendwas anderes findet. Hier ist noch ein Fernseher. Ich glaube, Yui findet nichts. Ja, alles gut. Kann sie mit dem Fernseher was machen? Oh! Oh. Scheiß Idee. Oh Gott, er knurrt. Soll ich mich lieber mal verstecken? Die Musik ist aus. Ich glaube, der Fernseher war jetzt echt ein Fehler. Ist es jetzt sinnvoll zu speichern? Ja, ich speichere jetzt. Und dann warte ich ein bisschen, bis die Musik wieder einsetzt. Ich glaube, der Fernseher hat jetzt viel zu viel Krach gemacht. Oh, ich bin so blöd. Warum habe ich jetzt den Fernseher angemacht? Ich hatte das bei der letzten Aufnahme, die es ja nicht richtig aufgenommen hat. Also da hatte ich halt nur Ton, dann kein Bild. Da habe ich das nicht gemacht. Und besser war das wohl. Ich könnte mich unterm Bett verstecken, aber ich will das Versteck nicht verschwenden. Und er knurrt. Oh Gott. Ich höre was. Ich gehe doch unters Bett. Nein! Hat er mich jetzt gesehen? Ja, er hat mich gesehen, oder? Nee. Ich bleibe jetzt da liegen. Aber ich glaube, er hat mich gesehen. Oh Gott. Hau ab. Scheiße. Nein, nicht bücken, nicht bücken. Nein, nein, nein. Verschwind. Oh Gott. Er hatte mich eigentlich gesehen, glaube ich, aber... Oh Gott, er geht raus. Ja, ich warte jetzt aber noch kurz. Und Yui knurrt noch. Der kommt bestimmt gleich zurück. Kann ich mich hier noch woanders verstecken? Im Kamin? Nein. Und die Musik kommt nicht zurück. Jetzt kommt die Musik zurück. Das war eine scheiß Idee mit dem Fernseher. Mann. Wieso habe ich so einen Scheiß gemacht? Kann ich jetzt wieder raus hier? Soll ich nochmal speichern? Ich speichere nochmal. Tut mir leid. Das will ich nicht nochmal haben. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Mach keine Fernseher an. Mach keine Fernseher an. Oh. Okay.
Und jetzt hoffe ich, dass er wirklich weg ist. Oh, ich bin jetzt total bedient hier gerade. Okay, wir wollten ja nach oben in das Loch. Ich weiß, hier unten ist auch eine Tür, aber wir machen jetzt erstmal kurz oben weiter. Von dem Loch, von dem sie, glaube ich, sagt, dass es keine gute Idee ist. Warum ist die Tür da offen? Das ist die Tür, wo die Bilitas durchgegangen ist, glaube ich. Jetzt schauen wir erstmal hier. Quietsch- und Knallgeräusche kommen aus dem zweifelhaft aussehenden Loch. Alles an diesem Loch schreit förmlich, gehe nicht hinein. In das Loch hineingehen? Ja. Wahrscheinlich der nächste Fehler. Wo bin ich denn hier? Also Yui konnte mir jetzt hierhin nicht folgen. Ah! Man kann Gegenstände... Ah, jetzt kriegen wir endlich mal erklärt, was das mit den Medaillons auf sich hat. Kann man Gegenstände neue Dinge verwandeln? Der neue Artikel wird grob durch die Farbkompatibilität des ursprünglichen bestimmt. Oh Gott. Arbum Weiß. Schaffung von Objekten, die von ihren menschlichen Erzeugern verwendet werden. Rubrum. Magnesium von Antimon und Magnesium. Viride. Erzeugung von Medaillons und anderen metallischen Objekten. Viola. Blau. Wird hauptsächlich zur Erzeugung von Opferdarbietungen an Tiere und Untiere benutzt. Okay. Ich weiß jetzt gerade nicht, was Weiß sein soll. Schaffungen, die von ihren menschlichen Erzeugern verwendet werden. Je nach Bedürfnis des Benutzers kann die Mengen... Kann sie... okay. Wenn man nicht die Mittel hat, sich zu schützen, sollte man hier Zuflucht nehmen. Aureolus Belli. Okay. Also, wenn ich das richtig verstehe, wenn mir Magnesium und Antimon ausgehen, kriege ich hier eventuell Nachschub. Ja, das habe ich ja gerade. Okay. Ist es als Datei abgelegt worden? Wahrscheinlich nicht. Normalerweise steht es sonst dabei. Das Buch sieht fast archaisch aus. Warte, hier steht etwas. Oh Gott. Quies stellt eine kleine Menge Lebenskraft wieder her. Ach, Kies. Mundus beruhigt die Nerven derer, die es benutzen. Ich frage mich, was diese Kombinationen wohl bedeuten sollen. Ja, das frage ich mich auch. Truhe zur Aufbewahrung von Kleidern. Kann ich mich umziehen? Nein, kann ich nicht. Das ist wieder typisch Mädchen. Ja, ich will mich gleich wieder umziehen. Oh mein Gott. Also, okay. Hier kann ich also Sachen herstellen. Ich habe drei normale Medaillons. Ein Album-Medaillon und ein Viola-Medaillon. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht so genau, was ich damit machen soll. Also im Augenblick würde ich da mal noch nichts machen, weil erstens weiß ich zu wenig und zweitens habe ich zu wenig. Und da würde ich gerne noch ein bisschen damit warten. Ist das vielleicht in der Karte irgendwie wie, keine Daten? Ich habe hier keine Karte, okay. Dann muss ich mir merken, dass das also dieses Loch in der Wand war. Aber einsammeln kann ich hier nicht, so wie es aussieht. Oder sollen wir das doch mal versuchen? Weiß, blau... Ups. Ich drück doch. Das ist blöd, da steht, drücke die X-Taste. Ich muss aber die A-Taste drücken. Ja, klar, weil es ist leer. Ah, jetzt habe ich ein Medaillon verschwendet. Okay, alles klar. Nee, da mache ich jetzt erstmal noch nichts. Das mache ich erst, wenn ich ein bisschen besser weiß, wie das geht. Okay, hier in der Ecke, in der zweiten Etage. Das muss ich mir irgendwie versuchen zu merken. Ich lasse Yui noch mal kurz suchen. Wo ist er denn überhaupt? Ich höre ihn rumtapsen, aber...
Oh, es wird auch Zeit, den Part zu beenden. Ausnahmsweise mal nicht im Action-Modus mit Debilitas, sondern... Good boy. Ja, das heißt also, er hat nichts gefunden, wenn er so winselt. Und hier ist wohl Debilitas hingegangen. Das heißt, da will ich jetzt auch unbedingt hin, klar. Hm. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Und ja, ich bin jetzt eigentlich ganz zufrieden mit der Folge. Wir haben ja doch ein bisschen was geschafft. Also in dem Loch war ich bei der Fehlaufnahme übrigens nicht drin. Deshalb war mir das jetzt wirklich neu. Habe ich gerade das gehört? Aber Yui knurrt auch nicht. Okay, dann mache ich jetzt trotzdem mal auf Pause, sicherheitshalber. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Haunting Ground. Bis dann. Tschüss.